Preis dem Herrn. Ich darf Bruder Arthur Katz und Klaus Püplichhuisen bitten, nach vorne zu kommen und uns das zu bringen, was Gott auf ihr Herz gelegt hat. Thank you, Lord, for such precious days. Für solche wertvollen Tage. Such exquisite mercies. Solch eine kostbare Barmherzigkeit. That if we had understood, denn wenn wir es verstanden hätten, what you have put before us in these days, was du in diesen Tagen vor uns gelegt hast, almost as divine intervention, coming, beinahe wie eine göttliche Intervention, we would be poured out before you like water. Dann wären wir vor dir ausgegossen wie Wasser. So receive, Lord, my own inadequate thanks. So nehme denn auf meinen Dank, der so ungeeignet ist. Who knows better than the speaker? Wer weiß es besser als der Redner? All die Gnaden, die gekommen sind, zum Ausdruck gebracht wurden, durch diesen erbärmlichen Staub, den wir in uns selbst darstellen. Come again in conclusion tonight. So komme erneut heute Abend in dem Abschluss und sei in der Tat der fleischgewordene Gott. Willing to suffer the humiliation, bereit, die Demütigung zu erleiden, of coming into the confinement of our bodies, dass du in dieses Gefäß unseres Leibes trittst, this modest temple, diesem so einfachen Tempel, out of which you shall express yourself, aus dem du dich dann selber zum Ausdruck bringen willst. Let this piece of earth hear your voice. Und lass dieses Stück Erde deine Stimme hören. And the appointed words of the Most High. Das festgesetzte Wort von dem Allerhöchsten, dass wir jede Silbe davon abwägen, taking it to heart, und es ins Herz nehmen, with every intention to fulfill it, und jede Absicht habend, es zur Erfüllung zu bringen, by the same grace by which the word came, durch dieselbe Gnade, wodurch das Wort gekommen ist. You were the alpha of our beginning. Du bist der Anfang von allem, and the omega of our conclusion. Und du bist das Ende von all dem, was wir tun. Only you know how to conclude. Und nur du weißt, wie man zum Abschluss bringt. Come, Lord. Komme, Herr. Give us that conclusion. Und gib uns diesen Abschluss. For your conclusions are not an end. Denn deine Beschlüsse sind noch nicht zu Ende, but a new beginning, sondern immer ein neuer Anfang. Und dafür geben wir dir Lobpreis und Dank und Ehre. In Jeschuas heiligem Namen. Amen. Amen. Well, Klaus and I have conferred over the principal text that we should be communicating. Klaus und ich, wir haben uns nochmal beraten über die Hauptbibelstellen, die wir vermitteln sollten. We hardly got into the first one this morning. Wir sind ja kaum heute Morgen weiter über den ersten Text hinausgekommen. And it occupied the full morning. Und das hat den ganzen Morgen in Anspruch genommen. So how shall we take you into Ezekiel chapter 20? So wie sollen wir euch dann in das 20. Kapitel von Ezekiel hineinnehmen? Ezekiel 36. Oder Ezekiel 36. Let alone Ezekiel 37, the Valley of Dry Bones. Geschweige denn Ezekiel 37, das Tal mit den Totengebeinen. Amos chapter 9. Oder Amos Kapitel 9. The remarkable summary in one chapter. Diese erstaunliche Zusammenfassung in einem Kapitel von diesem ganzen Endzeit-Szenario. Das beginnt, indem das Sieben durch die Völkerwelt stattfindet und dann mit den Segnungen des tausendjährigen Reiches endet. In the land. Die Segnungen dann im Land, wo es dann so weit kommt, dass der Sämann praktisch auf die Füße dessen tritt, der da erntet. Und wo dann die endgültigen Verheißungen Gottes stattfinden werden im tausendjährigen Reich. Ihr werdet von jetzt an nicht mehr aus dem Lande vertrieben werden. Denn in diesen, gerade in diesen Tagen da, wird die Hütte Davids wieder aufgerichtet werden. So that all of Edom and the nations called by my name shall come under the authority and government of God. So dass das ganze Edom, das heißt all die Nationen, die nach meinem Namen genannt sind, unter die Regierungsherrschaft Gottes kommen werden. Welch ein Text, welch ein Thema. The Tabernacle of David. Die Hütte Davids. God's Davidic rule. Gottes davidische Herrschaft, die durch die Wiederherstellung Israels aufgerichtet wird, und all diese Segnungen des tausendjährigen Reiches, nachdem er uns Juden durch die Völker gesiebt hat. Und das geschieht dann, und es wird nicht ein Körnlein gegen seinen Willen zu Boden fallen. Aber nicht nur, dass wir Juden durch die Völker gesiebt werden, sondern die Völker werden dann durch uns gesiebt werden. Und die Gemeinde Jesu innerhalb der Völkerwelt. Und sie müssen dann dem Herrn Rede und Antwort stellen aufgrund der einen Frage. Und dadurch werden die Schafe von den Böcken getrennt. In Ewigkeit. Was habt ihr den geringsten meiner Brüder getan? Ihr müsst biblische Exegeten werden in diesen Dingen. Das erfordert die Stunde. Es ist nicht genügend, einige Lieblingsverse so zu kennen, sondern wirklich die Bedeutung aus dem gesamten Kontext herauszuholen. That Jesus can judge all nations, dass Jesus alle Völker richten kann, all Gentiles, alle heidnischen Völker, over the one question, wegen dieser einen Frage, in itself indicates that that judgment would not be righteous unless they had opportunity to see the least of these his brethren. Das deutet ja schon an, dass sie dann die Gelegenheit haben müssen, auch den geringsten dieser Brüder kennenzulernen. That's why they have to pass through Uganda and Kenya. Und deshalb müssen diese Geringsten durch Uganda oder Kenia oder so, Zimbabwe oder Sambia, Neuseeland, Indonesien. There shall be a global dispersal. Es wird eine globale Zerstreuung geben. When he says, I will sift you through all nations. Wenn er sagt, ich werde euch durch alle Völker durchsieben, dann spielt der Gott der Wahrheit nicht mit Worten. He means all. Er meint dann alle. Because the intention of God for us Jews, denn die Absichten Gottes für uns Juden, is not the shortest distance between two points, besteht nicht darin, dass er uns die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten bringen will, sondern dass wir die breiteste Verbreitung finden durch die Barmherzigkeit Gottes, die uns dann gewährt wird, vielleicht durch indianische Dörfer in den Sierra-Bergen in Mexiko, to the black believers of the slums of New York City, bis hin zu den schwarzen Gläubigen in den Slums von New York City. Because they have to see something. Denn die müssen etwas erkennen. That no matter the nation, the race or the people, egal wie die Nation, die Rasse oder das Volk sein mag, they see the same one consistent thing. Sie sehen immer das eine beständige sich ereignen. The love and the mercy of God. Die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Expressed to them. die ihnen zum Ausdruck gebracht werden. In the very hour when they are globally hated. Genau in der Stunde, wo sie global verhasst sein werden. The simplest believers on the earth. Die einfachsten Gläubigen auf der Erde. In Indian villages. In Indien, in indischen Dörfern. Or slum communities. Oder in den Slum-Wohnplätzen. Stand for them and with them. Stehen für sie ein und stehen mit ihnen. Willing to suffer every peril, even death. Und sind bereit, jeder Gefahr ins Auge zu blicken, sogar in den Tod. Counting it privilege with joy. Und werden das als Vorrecht betrachten, mit Freude. In facilitating the return of the redeemed of the Lord to Zion. Und werden dann die Rückkehr der Erlösten nach Zion erleichtern. Mein Gott. Herr. And so I was asked at lunchtime today, when will all this take place? Und so wurde ich beim Mittagessen heute gefragt, ja, wann wird das alles geschehen? I don't have a chronology. Ich habe keinerlei Chronologie. But I know that everything is in preparation. Aber ich weiß, dass schon alles in Vorbereitung ist. And that the dark clouds of antisemitism are globally spreading. Und dass die dunklen Wolken des Antisemitismus sich global verbreiten. The hatred of the Jew will be the normative attitude in all nations. Und der Judenhass wird das normale, die normale Einstellung überall sein. Because the antisemitism that we're seeing now. Denn der Antisemitismus, den wir jetzt erkennen, is not a gutter phenomenon. Ist ja nicht ein Phänomen der Gosse von der Straße, irgendwie eine Subkultur, das Rockfreaks. Natürlich werden die mitbeteiligt sein daran, denn die werden sein ohne natürliches Ansehen. Sie können grausam sein, wie einige von euch es jetzt schon feststellen müssen. Unter euren eigenen Familiendächern. So everything is positioned and ready for the release of this last day's so ist alles scenario. In Position gebracht, damit dieses endzeitliche Szenario durchgezogen werden kann. There's only one thing for which the Lord waits. Aber der Herr wartet nur auf das eine noch, die Vorbereitung seiner eigenen Gemeinde. Denn die Berufung an die Juden ist nichts anderes als ein Ruf zum Märtyrium. Ob das nun von uns verlangt wird, for martyrdom is not what we express in a final moment, denn Märtyrium ist nicht das, was wir in einem letzten Augenblick zum Ausdruck bringen. It's the statement of all our moments. Sondern es ist eine Aussage all unserer Momente. No matter how they end. Egal wie das dann zu Ende kommt. Martyrdom is not a way of death. Märtyrium ist nicht eine Art des Todes, it's a way of life. Sondern eine Art des Lebens. And we Jews need to see it. Und wir Juden müssen so etwas erkennen. From you. Von euch her, in our behalf. Für uns, when we are globally despised. Wenn wir global verabscheut werden. How is it that you're different? How is it that you are different? Wie ist es, fragen Sie dann, dass ihr so anders seid? Why haven't you joined the chorus of hate in all nations? Habt ihr diesen Chor des Hasses in allen Nationen nicht mit eingestimmt? Was haben wir jemals getan, dass ihr euch für uns so hingebt? This is beyond religion. Das geht über Religion hinaus. Or religious obligation. Religiöse Verpflichtung. Or ethics. Oder Ethik. This is nothing and other than God. Das ist nichts anderes, als dass Gott in uns handelt. His very character. Sein Charakter zum Ausdruck kommt, seine direkte Liebe für solch ein unliebenswürdiges Volk, das dann keine Schönheit hat, dass wir uns danach ausstreckten. Und sie werden mehr als irgendwelche anderen Menschen entstellt werden. They shall be rejected and despised of men. Sie werden von den Menschen abgelehnt und verabscheut werden. Just as the Lord before them. Genauso wie der Herr es vor ihnen wurde. They will be fulfilling Isaiah 53. Sie werden dann als Volk noch einmal Jesaja 53 zur Erfüllung bringen. And bearing his sufferings. Und seine Leiden tragen. His rejection. Seine Ablehnung, which they must experience. Was sie selber erleben müssen. For in the mutuality of that suffering, denn in der Gemeinsamkeit dieses Leidens, something will begin to touch their understanding. Wird etwas beginnen, was ihr Verständnis berührt. Oh, he went to his death as a lamb to the slaughter, silently. Oh, er ging wie ein Lamm still zur Schlachtung. Unlike us. Aber nicht so wie wir. But he was wounded for our transgressions. Aber für unsere Übertretungen wurde er verwundet. And bruised for our iniquities. Und geschlagen wegen unserer Übertretungen. And we esteemed him stricken of God. Und wir dachten, er würde doch von Gott verurteilt sein. We did not understand. Wir haben das nicht verstanden. But now, aber nun, in the mutuality of our suffering like his, und nun in der Gemeinsamkeit der Leiden, die so waren wie seine, despised and rejected of men like him, wo wir verabscheut und abgelehnt worden sind von den Menschen, genauso wie er damals. We understand the great prophetic text of Isaiah 53 in a new way. Da verstehen wir dann diesen großartigen Text von Jesaja 53 in einer neuen Weise. Which is never read in any synagogue on a Shabbat morning. Dieser Text wird ja niemals in der Synagoge an einem Schabbatmorgen gelesen. This Haftorah text is excluded from Jewish consideration. Dieser Haftorah-Text wird von jeglicher jüdischer Betrachtungsweise ausgenommen. So when I read it to my mother for the first time, als ich dann diesen Text meiner jüdischen Mutter zum ersten Mal vorlas, she said, "From where in the New Testament are you reading?" Da fragte sie, von welcher neutestamentlichen Stelle liest du denn da? I said, "This is your book." Ich sagte, das ist dein Buch. This is your principal prophet. Das ist dein Hauptprophet. She said, "I've never heard that in the synagogue." Aber das habe ich nie in der Synagoge lesen hören. And I said, "You never will." Und ich sagte, das wirst du auch niemals hören. So what we had not been told, we shall see. So, was uns dann niemals erzählt wurde, werden wir dann sehen. What we had not considered, we shall experience. Was wir niemals in Betracht gezogen haben, werden wir dann erfahren. So that we shall know him. So dass wir ihn kennen würden. In that identification that comes by entering into his suffering. In dieser Identifikation, wenn wir in seine Leiden eintreten. The nation is destined to reiterate the suffering of Christ before all nations. Die Nation ist dazu bestimmt, dass sie eintreten in die Leiden Christi und das vor der ganzen Welt zur Schau stelle. So that kings who had not heard shall see. So dass Könige, die nie davon gehört haben, erkennen werden. Und was ihnen nie gesagt wurde, werden sie nun in Betracht ziehen. Wenn sie in dem Leiden der Juden, das in jeder Nation stattfindet, die Wiedereinsetzung der Leiden Christi, wie er sie hatte zuvor. For we Christians have trivialized the cross. Denn wir Christen haben das Kreuz ja zu etwas Trivialem gemacht. And robbed the sufferings of Jesus of meaning. Und haben die Bedeutung, den Leiden Christi, geraubt. So the very film that treats of his sufferings at the cross has become repulsive. So ist dieser Film, der sich mit den Leiden Christi am Kreuz beschäftigt heute, dass er abstoßend empfunden wird von manchen. It offends our polite sensibilities. Ja, das ist für uns ein Anstoß. Even those of Protestant bishops and ministers. Ja, sogar bei Bischöfen und anderen Pfarrern. But the only thing that makes that violence and bloodshed understandable. Denn das Einzige, was solch ein Blutvergießen und solch eine Gewalt Tätigkeit verständlich macht, ist das Ausmaß der Sünde, die solch eine Gewalt verlangte. Sünde wird sich niemals als Sünde darstellen. Aber das Gericht, das erforderlich ist, um die Sünde zu sühnen, das Gericht, das dann Jesus mehr als irgendeinen anderen Menschen entstellt hat, der keinerlei Form mehr hatte, dass man sich danach sehnte, solche Gerichte sind dann die Aussage eines gerechten Gottes über unsere Sünde. So preise ich Gott für diesen Passionsfilm. Und diejenigen, die nicht gehört haben, werden dann sehen. Und hoffentlich viele meiner eigenen jüdischen Mitgenossen. Denn keiner der geringsten Gründe für die Zeit der Trübsal für Jakob ist ja, dass sie durch genau solch ein Leiden hindurchgehen müssen, wodurch dann die Offenbarung des Messias kommen wird, sodass der Überrest als die Erlösten des Herrn nach Zion zurückkehren können. Wo sie dann belehrt worden sind durch ihr eigenes Leiden und in ihrem Leiden dann das erkennen. Das ist keine akademische Angelegenheit. Das ist kein talmudisches Wissen über unseren Gott oder rabbinische Spekulation. This is the knowledge of God as God, sondern das ist die Erkenntnis Gottes, wie er Gott ist, revealed most deeply in his sufferings, die am tiefsten in seinen Leiden zum Ausdruck kommt, even unto death, sogar bis in den Tod hinein. So if we can turn to Ezekiel chapter 20, wenn wir dann Hesekiel Kapitel 20 aufschlagen können, just briefly, ganz kurz, to give you a sense of what is already stated in prophecy, um euch ein Gespür zu geben für das, was schon in der Prophetie zum Ausdruck gebracht wurde. Es ist erstaunlich für die Gemeinde Jesu, dass sie das bisher verpasst haben. So viele Texte durch verschiedene Propheten gegeben, und alle reden das Gleiche. Ein letztes Aufbäumen in der Endzeit von Israel, ein so erstaunliches globales Leiden, eine Vertreibung nochmalig aus dem Land, aber dann die Rückkehr der Erlösten des Herrn. Warum hat die Gemeinde Jesu das nicht erkannt? Man könnte beinahe sagen, weil sie es nicht erkennen wollen. Oder sie sind genauso verblendet gegenüber den prophetischen Aussagen wie das Volk selber. Und haben den Schlüssel der Auslegung ausgelassen, nämlich das Kreuz Christi Jesu, das Leiden, das der Herrlichkeit vorausgeht, die Demütigung, die der Erhöhung vorausgeht, aus welchem Grunde ja ihm der Name über alle Namen, höher im Himmel oder tiefer auf der Erde, gegeben wurde, und aus welchem Grunde dann später das Volk Israel erhöht werden wird über alle anderen Völker, weil sie durch die Hand des Herrn die Demütigung erlebt haben. Und so werden sie auch durch die Hand des Herrn erhoben werden. And be the very seat of his theocratic rule. Und werden der Sitz seiner theokratischen Gottesherrschaft sein. That the law might go forth out of Zion. Dass dann das Gesetz des Herrn von Zion hervorginge. And the word of the Lord out of Jerusalem. Und das Wort des Herrn aus Jerusalem heraus. Not in its present condition. Nicht das Jerusalem in seinem gegenwärtigen Zustand, but in its redeemed condition. Sondern in dem erlösten Zustand. In a city made fit for the king. In einer Stadt, die dann angepasst wurde für den König. Und wenn dann später die Nationen sich weigern, für das Laubhüttenfest nach Jerusalem zu kommen, proud Goyim, diese stolzen Heiden, who don't have to defer to that people, die sich dann nicht an dieses Volk da wenden müssen, let alone come up to their Jerusalem, geschweige denn zu ihrem Jerusalem, the feast days, the ingathering of nations, zu so einem Fest dazu kommen. God says, oh yeah? Gott sagt, wir wirklich? Then upon you a curse will fall. Dann wird auf euch Nationen dieser Art ein Fluch kommen. No rain. Und kein Regen. If you're too proud to come, wenn ihr zu stolz seid, um dann zu kommen, and acknowledge the people that I have exalted, und dieses Volk auch bestätigen wollt, was ich erhoben habe, for not to honor them is to dishonor me. Denn sie dann nicht zu ehren bedeutet, dass ihr mich nicht ehrt. Well, this honoring and restoration is from my hand. Denn dieses Ehren der Wiederherstellung ist ja von meiner Hand gekommen. And this is the people that I have chosen. Und das ist das Volk, das ich erwählt habe. Not because of their virtue. Nicht wegen ihrer vielen Tugenden. God knows. Not because of their qualification. Gott weiß es doch, nicht wegen ihrer Qualifikationen. Denn wir haben ja als Juden Gott gelästert in jeder Nation, wo er uns vertrieben hat. Sondern weil ich Erbarmen zeige, über dem ich Erbarmen zeigen will. And I will choose whom I will choose. Und ich erwähle den, den ich erwählen will. So eat your heart out. So, wirklich, nimm das wirklich auf. Wenn du meinst, dass New York oder Berlin oder Genf die besser geeignete Hauptstadt für diese Welt sei, ja, das ist ja im Geheimen vielleicht immer noch das Verlangen so mancher Deutschen. But I've set my king on the holy hill of Zion. Aber es heißt, ich habe meinen König in Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. So spit your heart out, foam and rage. Ja, ihr könnt ja dann machen, ihr könnt toben und rasen, wie ihr wollt. I hold you in derision. Ich spotte über euch, Völker. For I have set my king on the holy hill of Zion. Denn ich habe meinen König auf dem heiligen Berg Zion eingesetzt. On the throne of David. Auf dem Throne Davids. As the son of David. Als dem Sohne Davids. And I have given him the heathen for his administration. Und ich habe ihm alle Völker als Erbe zugeteilt. Not to understand Israel in the context of a coming kingdom is not to understand Israel. Israel nicht im Zusammenhang dieses kommenden tausendjährigen Königreiches zu verstehen, bedeutet, die Sache mit Israel überhaupt nicht zu verstehen. That's why the heathen rage. Und deshalb toben die Heiden. And the kings and the rulers take thought against the Lord and against his anointed. Und die Könige und die Herrscher, sie ratschlagen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. They want to break the cords. Sie wollen alle Bande zerreißen. And don't want that he should rule over them. Und wollen nicht, dass er über sie herrsche. For they are the effectual rulers of this world's darkness. Denn sie sind ja jetzt die effektiven Herrscher über die Finsternis dieser Welt. Didn't you know that? Wusstet ihr das nicht? They are usurpers and false rulers. Es sind Thronräuber, falsche Herrscher. Jerking and manipulating nations and races. Die ganze Nationen und Menschenrassen aufwiegeln und hin und her werfen. Having them to live by a false wisdom. dass sie einer falschen Weisheit leben. Detestable values. Werte, die verabscheuungswürdig sind, die mit Ambitionen und Begierden und Befriedigungen zu tun haben, dass Gewalt gebraucht wird. Da ist ein Ringen zwischen zwei Weisheiten. Above and below. Die Weisheit, die von oben kommt, und die, die von unten kommt. Und welche Weisheit wird dann über die gesamte Schöpfung die Herrschaft haben? Wenn Gottes Sohn auf dem heiligen Berg Zion eingesetzt worden ist, dann werden die Völker den Krieg nicht mehr kennen und werden ihre Schwerter in Rebmesser umschmieden. Righteousness will prevail in the earth. Und Gerechtigkeit wird auf der Erde herrschen. And his rule. Und seine Herrschaft, in which you shall have part. Woran ihr beteiligt sein werdet. Some over 5 cities and some over 10. Einige werden über 5 Städte und andere werden über 10 Städte herrschen. Well, who is to fulfill the vacuum and the vacancies of the evil angelic powers that have been cast out? Aber wer wird dann das Vakuum füllen, wo doch aus diesen Bereichen die Mächte der Finsternis, die Mächte der Bosheit vertrieben worden sind? Wäre es nicht für die Heiligen, die für Herrschen vorbereitet worden sind, indem sie dann Autorität ausüben, in derselben Art und Weise, wie ihr Herr es ihnen vorgemacht hat, in Milde und Sanftmut. Und dieses gegenwärtige Leben ist dann die Vorbereitungszeit dafür. Was hast du denn bisher geträumt? Meinst du, du würdest da auf irgendeiner Wolke sitzen mit so einer Harfe in deiner Hand? Wir sind berufen, zu herrschen und mit ihm zu regieren. Hier das Israel auf der Erde wiederherzustellen. And in the air, ascending and descending upon the Son of Man. Und dann dort in dem Bereich der Luft, Angels ascending and descending on the Son of Man. Einmal auf der Erde Israel wiederherzustellen, und dann werden wir sehen, wie Engel auf und niedersteigen zum Himmel. Und sie werden dann die Herrschaft Gottes erleichtern und dazu beitragen, dass Israel, das auf der Erde dann erlöst sein wird, und eine verherrlichte Gemeinde im himmlischen Örtern. Didn't you know that? Habt ihr das noch nicht gehört? That makes every present suffering and every present discipline, every present dealing a preparation for our own eternal and theocratic calling. Und das lässt dann jedes Leiden und jedes Handeln Gottes an uns in dieser Vorbereitungszeit es wert sein lassen, dass wir dieser ewigen Berufung folgen. That's why the issue of rule now under our own roofs. Deshalb ist es jetzt schon wichtig, dass die Frage der Herrschaft unter unseren eigenen Familiendächern, dass die Nachgiebigkeit, die wir unseren eigenen Kindern gegenüber äußern, dass wir nicht bereit sind, unsere elterliche Autorität bei ihnen anzusetzen, oder dass wir es unseren Frauen gewähren, dass wir hier Kompromisse eingehen. Ja, das hat schon einen Ausschlag auf die ewigen Dinge. What a drama we are in. In welcher Art Drama befinden wir uns hier? Welch eine Bedeutsamkeit das betrifft jegliche alltäglichen Dinge unseres Lebens. have to do with the formation of eternal glory. Und sie haben damit zu tun, dass diese ewige Herrlichkeit sich herausbilden kann. So, in Ezekiel chapter 20. In Ezekiel Kapitel 20. As I live, says the Lord in verse 33. Ab Vers 33. With a mighty hand and with a stretched out arm, with fury poured out, I will rule over you. Mit starker Hand, mit ausgerecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm will ich über euch herrschen. Because if God will not rule over Israel, denn wenn Gott nicht über Israel herrschen kann, over whom shall he rule? Über wen soll dann herrschen? For unto us a child is born, unto us a son is given. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. And the government shall be upon his shoulder. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. And of the increase of that government and of its peace there shall be no end. Und an der Zunahme solch einer Regierung wird es kein Ende nehmen. But Israel's last statement was, we will not have this man to rule over us. Aber die letzte Aussage der Nation Israel war ja, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. And we have paid a terrible price for that rejection. Und für diese Ablehnung haben wir bisher einen teuren Preis bezahlt. But God says, in the last days, I will rule over you. Aber Gott sagt hier, in der Endzeit wird es so weit kommen, dass ich über euch herrschen werde. With a fury poured out, mit einem Grimm werde ich über euch herrschen. Ja. That's what it's going to take. Das wird nötig sein. That's the anti-Semitism and the hatred that will pursue us as we are scattered with a mighty hand and with a stretched out arm with fury poured out throughout all nations. Und das wird dann dieser Ausfluss des Antisemitismus sein, wenn mit ausgeschüttetem Grimm er, mit ausgerecktem Arm er uns durch die Völker bringt. Vers 35, I will bring you into the wilderness of the nations. Vers 35, und ich will euch in die Wüste der Völker bringen. There I will plead with you face to face. Und dort mit euch rechten von Angesicht zu Angesicht. Wie ich in der Wüste des Landes Ägypten mit euren Vätern gerechtet habe. As the result of which I will cause you to pass under the rod at verse 37. In Vers 37, ich will euch unter dem Stabe hindurchgehen lassen und euch der Züchtigung unterwerfen und euch in diesen Bund hineinbringen. Und ich will die Empörer und Abtrünnigen von euch ausscheiden, aus dem Lande ausscheiden, wo sie als Fremdlinge weilten. Will ich sie herausführen, aber ins Land Israels sollen sie nicht kommen. And you shall know that I am the Lord. Und daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. The supreme knowledge. Das ist eine höchste Erkenntnis. Without which we cannot bless all the families of the earth. Ohne diese Erkenntnis können wir einfach nicht die Familien der ganzen Welt segnen. Und das Ganze entspringt aus unserer Erfahrung in der Wildnis der Völker, wo er uns mit ausgeschüttetem Grimm hineingetrieben hat und wo er dann die Abtrünnigen von euch ausscheidet. And you shall know that I am the Lord. Und ihr werdet daran erkennen, dass ich der Herr bin. This is so clearly future. Das ist in der Zukunft. So entirely other than what the present state of Israel has obtained. Und es ist so andersartig als das, was bisher durch den jetzigen Staat Israels erlangt worden ist. For that was not a return from a violent scattering. Denn das war ja keine Rückkehr von einem gewalttätigen Verstoßen. Nor was there a revelation of the Lord in that scattering. Und es gab auch keinerlei Offenbarung des Herrn in dieser ganzen Vertreibung unter den Völkern, wie sie es dann zu der Zeit erleben, wenn sie ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Erkennen durch eure Gesichter. Oder sie werden sein Gesicht nie erkennen. Die Sache deines Gesichtes wird dann die Sache ihrer Erlösung sein. Und du bist verantwortlich für dein Gesicht. And merely to have the face of German religious responsibility. Und nur ein Gesicht von deutscher religiöser Gründlichkeit oder was immer zu haben. May reveal something of your religious culture. Das mag etwas von deiner religiösen Kultur offenbaren. But it doesn't reveal him. Aber es offenbart nicht ihn. You can be assured they will not be grateful for your mercy. Und du kannst sicher sein, sie werden dir nicht auf Knien danken für deine Barmherzigkeit. Und du kannst sicher sein, dass sie dem Christentum wiederum die Schuld geben wegen ihrem Unglück. Sie werden zornig sein, sie werden außer sich sein, in ihrem schlimmsten Zustand. Wie wirst du damit umgehen wollen, wenn sie keine Dankbarkeit zeigen und noch Fehler an dem finden, was du ihnen gibst, wo das Ganze tust du ja unter großen Opfern, wo Menschen dann weder kaufen noch verkaufen können, in der Gefährdung deines eigenen Lebens und das deiner Familie. Und dann zeigen sie diese jüdischen Stolz und diese Abscheu gegen die Heiden and lack of gratitude. Und diesen Mangel an Dankbarkeit. What will you exhibit then? Was wirst du dann darstellen, when you're hit from the blind side? Wenn du von hinten angefallen wirst? And your romantic and idealistic notion of what the Jew is will be utterly brought down. Und all deine romantischen und idealistischen Vorstellungen über den Juden mit einem Schlag zerstört werden. What will you exhibit then? Was wirst du dann ihnen zeigen, in solch einem kritischen, historischen Augenblick, wofür ja Gott diese ganze Perspektive hier aufgebaut hat? Will be the issue of their salvation. Und das Ganze wird dann eine Frage sein, ob sie erlöst werden oder nicht. Ob sie dann wirklich in diesen Bund hineinkommen können. Denn durch dich können sie den Herrn erkennen. Ich war doch solch ein jüdischer Rebell. Ich habe mich doch nie irgendeiner Autorität gebeugt. Angry Marxist radical, ich war ein zorniger Marxist, ein radikaler a despiser Marxist. Of religion. Ich habe Religion verabscheut, especially Christianity. Besonders das Christentum. Proud and self-sufficient. Ich war stolz, selbstgenügsam, Humanist. Man is capable of intelligent answer to any problem. Der Mensch hat die Intelligenz, jedes Problem zu bewältigen. Even if he's married to a German from Stuttgart. Auch wenn er als Jude mit einer deutschen Frau aus Stuttgart verheiratet ist. Who was a part of the Hitler Youth. Die früher ein Teil der Hitlerjugend gewesen war. And is schizophrenic as a victim of that war. Und ein Opfer dieses Krieges wurde, indem sie schizophren war. Okay, Hotshot Katz. Naja, du aufgeblasener Typ Katz. Where is your love now? Wo ist denn dann deine Liebe? Your romantic love. Deine romantische Liebe. And your understanding and patience. Und dein Verständnis von Geduld und so. When this frenzied woman attacks you. Wenn diese rasende Frau dich da angreift. Out of the distress of her own psyche. Aus dem ganzen Unglück ihres eigenen Verstandes, der so verwundet wurde, wo sie selber Opfer des vergangenen Krieges war. Und dann findet sie auch noch den Punkt in deinem Leben, wo du am meisten verwundbar bist, in deinem Jüdischsein. Und da packt sie dich als eine Deutsche. Where is your good since then? Wo sind dann deine guten Vorstellungen? Where is your superior understanding then? Wo ist dann dein überragendes Verstehen? Where are your humanist presumptions then? Und all deine humanistischen Anmaßungen, wo? Da. Runter damit. God knows how to deal with us Jews. Gott weiß, wie er mit uns Juden zu handeln hat. So I could ask the greatest questions in my history classes. So konnte ich dann die höchsten Fragen in meiner Schulklasse der Geschichte aufwerfen. Of an ethical and moral kind. Von ethischen und moralischer Art. But I was not myself able to answer them or live it. Aber ich konnte sie selber nicht beantworten, diese Fragen. God brought me down. Und Gott brachte mich runter. As he will bring my Jewish kinsmen down. Genauso wie er meine jüdischen Volksgenossen runterbringen wird. Internal persecution or external. Entweder durch eine inwendige Verfolgung oder durch eine neue Vertreibung. We will be rooted up. Wir werden entwurzelt werden, not only from our physical places of security, nicht nur von unseren materiellen Orten der Sicherheit, but from our categories, sondern von allen unseren Denkweisen, whether they are religious or philosophical or moral, ob es religiöse, philosophische oder andere Gedanken sind. And so I left California. Und so bin ich dann damals losgezogen von Kalifornien und habe mir ein Jahr Urlaub geben lassen von der Schule, den Rucksack auf dem Buckel, per Anhalter, Autostopp. Das ist die billigste Art des Reisens und auch die demütigendste Art durch ganz Europa. Mittlerer Osten. Looking for some philosophical stone that was unturned. Auf der Suche nach einem philosophischen Stein, der noch nicht umgedreht worden war. Even traveling through Germany. Und ich war sogar auf der Reise durch Deutschland damals. Didn't you see me at the side of the road? Hast du mich nicht damals gesehen am Straßenrand? Or maybe you didn't want to see. Vielleicht wolltest du mich nicht erkennen. For that man is angry and formidable. Denn solch ein Mann, der ist so zornig. Why take the risk? Warum dann das Risiko eingehen? But I praise God for those who did. Aber ich preise Gott für die, die es getan haben. The German art teacher that I met at Bodensee on vacation. Dieser deutsche Kunstlehrer, der seinen Urlaub am Bodensee verbrachte. We had wonderful fellowship. Wir hatten wunderbare Gemeinschaft. There was such a sensitivity. Da war solch ein Gespür für gegenseitig. He was such a mensch. Er war solch ein Mensch. He knew about culture and art. Er hatte ein gewisses Erkennen und Wissen über Kultur und Kunst, die tiefen Dinge des Lebens. And he said, Art, und er sagte, Arthur, you need to go out of your way to Colmar, France. Du musst einmal einen kleinen Umweg machen und nach Colmar im Elsass gehen. And see the great masterpiece of the crucified Christ. Und dort musst du dir dieses große Kunstwerk des gekreuzigten Christus anschauen. What's in it for me? Ich dachte, was ist denn für mich als Jude da zu stehen? Was hat das mit meinem Jüdischsein zu tun? But at his recommendation, aber aufgrund seiner Empfehlung, because he was the man that he was, eben wegen diesem Menschen, den er darstellte, who picked me up and took me in, der mich mitgenommen hatte in seinem Auto, aufgenommen hatte his life, und mir aus seinem Leben erzählt his hatte faith, und seinem Glauben, da bin ich nach Colmar gegangen. How shall I describe to you? Und wie soll ich euch das jetzt beschreiben, wie ich vor diesem großen Kunstwerk stand? A Holy Ghost masterpiece. Ein Meisterstück des Heiligen Geistes. Of a human wreck. Von einem menschlichen Korps. Du weißt nicht, ob du hier einen Menschen anschaust oder irgendein verbogenes Geschöpf. Every bone is out of joint. Jeder Knochen ist nicht mehr am richtigen Platz. The mouth is hanging open in death with white lips. Und der Mund ist geöffnet und die Lippen hängen weiß herunter. The crown crushed into his head. Und diese Dornenkrone wirklich auf das Haupt gedrückt. Pieces of glass and metal. Flagellation from the whips. Und Stücke von Knochen und Glas von dieser Auspeitschung her in seinem Körper stecken. Und das abgestorbene Fleisch wurde schon grün und blutunterlaufen. So repulsive a sight. so abstoßend, dieser Anblick. You want to turn away. Du willst dich umdrehen und weggehen. But you cannot. Aber du kannst es nicht. There's something so compelling. Da ist etwas so Anziehendes. In that unspeakable suffering and death. In diesem unaussprechlichen Leiden und Sterben, dieser Seelenpein, that I was arrested. Dass ich einfach arretiert wurde vor diesem Gemälde. And I remain arrested still. Und ich bin immer noch arretiert davon. And I came around the back of the painting. Und dann ging ich so rückwärts um dieses Gemälde herum. The same Jesus who hangs so forlornly on the cross in death. Derselbe Jesus, der so verloren und verlassen im Tod an diesem Kreuz hängt, is breaking forth out of the tomb in resurrection glory. Da auf der anderen Seite bricht er aus dem Grab heraus in Auferstehungsherrlichkeit. And every place where his flesh has been wounded. Und überall an allen Stellen, wo sein Fleisch verwundet worden war, da kommen Strahlen der Herrlichkeit hervor. That's how God dealt with me. In der Weise hat Gott bei mir aufgeräumt. I met him face to face. Ich begegnete ihm von as one marred more than any man. Ich begegnete ihm von Angesicht zu Angesicht, als jemand, der nie so entstellt worden war. As my people will see him in their soon coming time of expulsion. Wie mein eigenes Volk ihn bald erkennen wird, wenn sie selber vertrieben werden. In the wilderness of the nations. In die Wüste der Völker hinein. They shall see the beauty of the Lord. Dann werden sie die Schönheit des Herrn erkennen. In your faces. Auf euren Gesichtern. The revelation of the crucified and resurrected one. Die Offenbarung des gekreuzigten und auferstandenen. To the degree that he has been made your life. In dem Maße, wie er wirklich in deinem Leben präsent geworden ist. And not just your religious credo. Und dass es nicht nur ein religiöses Bekenntnis bei dir geblieben ist. 14 months of travel. Eine 14-monatige Reise. By the side of the road. Dort am Straßenrand. Picked up consistently nation after nation by born again believers. Und in jedem Volk wurde ich immer wieder in beständiger Weise von neu geborenen Gläubigen aufgenommen. And when I came to Switzerland. Und als ich dann in die Schweiz kam, outside of Zurich, da draußen vor Zürich, waiting in the rain for 3 hours, und 3 Stunden lang im Regen gestanden hatte, and the cars passing by, und die Autos flitzten vorüber, that chose not to see, und sie wollten nicht stoppen. The exact choice that will be before you. Und solch eine Wahl wird auch vor dir liegen. When did we see you naked, thirsty, hungry and in prison? Wann haben wir dich nackt gesehen, durstig und hungrig und in Gefangenschaft? Is a chosen seeing. Ja, das ist ein Sehen, wozu man sich durchringen muss. And a man stopped for me in a new car. Und dann hält plötzlich jemand an mit einem neuen Auto. And he didn't just wave me on, hurry up, I'm doing you a favor. Und er hat nicht mal kurz gewinkt, komm, jetzt mach schon, ich tue dir doch einen Gefallen. He got out of the car and greeted me. Er stieg aus dem Auto aus und hat mich begrüßt und hat meinen dreckigen Schmutz, ja, den nassen Rucksack hinten auf den Rücksitz von seinem neuen Auto gelegt. Egal, was das für das Lederpolster nun für Auswirkungen hatte. I thought, what manner of man is this? Ich dachte, was für ein Typ ist denn das? What's in it for him? Was hat er denn davon? That he should pick me up, dass der mich hier so mitnehmen will, and treat me as if I were the exalted guest. Und mich wie einen besonderen Gast hier behandelt. And as we drove off, he said to me in Deutsch, und als wir dann anfuhren, sagte er zu mir in Deutsch, why are you traveling like this? Warum sind Sie in dieser Weise auf der Reise? You're not a high school kid. Sie sind doch nicht irgend so ein Schüler von der Realschule. Es ist auch nicht die Saison für die Touristen. Why are you traveling like this? Warum reisen Sie so? So well as I could, I tried to explain. So gut ich konnte, habe ich versucht zu erklären. I said, I am a modern man. Ich sagte, ich bin ein moderner Mensch. If we Jews are anything, we are the modern man. Wenn wir Juden irgendetwas sind, dann sind wir so etwas, ein moderner Mensch. We have invented modernity. Ja, wir haben die Modernität erfunden. And I said, my life is broken at its foundations. Und ich sagte, mein Leben ist in den Grundfesten erschüttert, zerbrochen. Und ich suche nach den Antworten des Lebens. And I'm a Jew. Und ich bin ein Jude. I said, why did you say that? Und ich dachte, warum habe ich das denn gesagt? Now you're going to turn him off. Jetzt habe ich ihn aber, jetzt dreht er ab. Jetzt wird er beleidigt sein. Und ich habe mich dann vorsichtig umgedreht, wie steht's denn bei ihm? And the man was beaming. Und dieser Mann leuchtete, as if a light had been turned on. Als irgendwo jemand den Lichtschalter angeknipst hätte. Als ob ein Jude zu sein etwas ganz Besonderes wäre. Nicht, dass ich das je verstehen könnte, aber irgendwie, er hat ein besonderes Verständnis. Und das ist noch nicht zu mir durchgedrungen. Oh, he insisted we stop at a coffee house for refreshment. Und er bestand dann darauf, dass wir doch hier an der Raststätte Halt machten. What a golden moment. Welch ein goldener Moment. Such a conversation. War doch dieses folgende Gespräch. What did he say, brother? What did he say? Ja, was hat er denn gesagt? Are you saved? Hat er dich gefragt, bist du errettet? Kennst du Jesus? Had he said anything like that? Hätte er irgend so etwas gesagt? I would be dead today. Dann wäre ich heute geistlich tot. I did not need another slogan. Ich brauchte keinen weiteren Slogan. Another religious cliché. Nicht irgend so ein religiöses Klischee. I had enough of that as a Marxist. Ich hatte genug davon, weil ich ja Marxist gewesen war. Ich brauchte diese Religion nicht mehr. But he never said anything like that. Aber so etwas hat er nicht geäußert. But what a listener. Aber welch ein Zuhörer ist er gewesen. Er hat mir das Herz herausgezogen. Und dass ich ihm die tiefsten Geheimnisse meines so peinvollen Lebens mitteilte. Mein ganzes Gespür der Hoffnungslosigkeit für die Menschheit, diese Verzweiflung. Und das habe ich einem heidnischen Fremden erzählt. But something in him drew me out. Aber etwas in ihm, an ihm, hat mich das mitteilen lassen. Dass ich solche innigen Dinge ihm mitgeteilt habe, wie bei keinem anderen Menschen. Und als ich am Ende war, hatte ich nichts mehr, was ich hätte bereden können. Ich war ans Ende gelangt. Was wird dieser Mann mir jetzt sagen? Da ist nichts Neues unter der Sonne. Ich war doch Marxist und Universitätslehrer und was nicht gewesen. Ich schaute ihn an. Und er war nichts Besonderes. An seinem Aussehen ganz gewöhnlich. Gar nicht spektakulär. Genauso wie ihr. And he looked up at me and he said quietly. Und er schaute mich an und sagte ganz ruhig. Do you know what it is that the world needs? Arthur, weißt du, was diese Welt braucht? I said, well, he knows how to ask the questions. Ich dachte, naja, er weiß wenigstens die richtigen Fragen zu stellen. I said, what? Was denn? Defiant and proud. What? Oh, ich, der Stolze. Trotzige. How can you tell me? Wie willst du mir das klar machen? Habe ich denn nicht schon genug erlebt? Said, er sagte, Arthur, was diese Welt braucht, ist, dass die Menschen sich gegenseitig die Füße waschen. Als ich das hörte, da brach etwas in mir. The socialist, Marxist, der Sozialist, world saver, der Marxist, der Welterlöser, in which no program can suffice, that is humanly engineered. Wo der kein Programm außer Acht ließ, was durch Menschen irgendwie herbeigebracht worden war. But a spirit of humility. Aber ein Geist der Demut, washing one another's feet. Gegenseitig sich die Füße zu waschen. I had never heard of such a thing. Und sowas hatte ich nie gehört. What an answer, what a word. Welch eine Antwort, ein Wort. That came to me from the throne of heaven. Und das kam zu mir vom Thron des Himmels. By the God who knew me. Von dem Gott, der mich kannte. And watched all of my searchings and my motions looking for answers. Und bei all meinem Suchen und Forschen nach Antworten dabei gewesen war. Unable to live with a German wife. Der nicht mit einer deutschen Frau leben konnte. I fell out of my seat. Ich bin sozusagen aus meinem Sitz gefallen. Whimpering on the floor. Und lag da in meiner Vorstellung und habe nur noch gezeugt. Körperlich blieb ich dort auf dem Stuhl sitzen und habe meine Arme verschränkt. So don't be discouraged. Seid nicht entmutigt. When you think that your word is not having any effect on us Jews. Wenn du meinst, euer Wortzeugnis hat keinerlei Auswirkung auf uns Juden. And you don't see any gratifying response. Und ihr seht keinerlei Reaktion, die dich irgendwie zufriedenstellt. You have no idea of the depth of penetration. Ihr habt keine Idee von der Tiefe des Durchdringens that der your Worte. Word has affected in us. Das, was der Herr in uns gewirkt hat. If it is not a religious cliché. Wenn es jetzt kein religiöses Klischee ist. Or the cheap employment of John 3:16. Oder dass wir ganz billig so mal Johannes 3:16 dahinlegen. But the appointed word. Sondern dass es ein festgesetztes Wort ist, ein Wort vom Heiligen Geist gegeben. Calculated for our penetration. Das dann darauf abgestellt ist, uns jüdische Herzen zu durchdringen. Und ihr könnt so etwas reden in that crisis moment, in solch einem Augenblick der Krise. Not because of religious responsibility. Nicht, weil du die Verantwortung religiös dafür trägst, but because of your covenant union with God. Sondern weil du in diesem Bundesverhältnis mit Gott stehst. Who knows the man that he has set before you. Der diesen Menschen kennt, den er vor dich gesetzt hat. Und weiß ganz genau, welches Wort solch ein Mann hören muss. Und er kann es durch dich zum Ausdruck bringen. Denn deine eigenen Denkweisen sind beiseite geschoben. Du bist in Verbindung mit dem Herrn. Und seine Gedanken sind deine Gedanken. Your word is his word. Dein Wort ist sein Wort. And it brings the arrogant man down. Und das bringt solch einen arroganten Menschen runter. And before I could recover, und bevor ich mich wieder erholen konnte, I had no speech. Ich war sprachlos geworden. This man went on to tell me about the gospel of Jesus Christ. Went on to tell me the gospel. Und dieser Mann machte dann weiter und hat mir von dem Evangelium Jesu Christi erzählt. Ich wollte protestieren. Ich sagte, hör mal, das ist nicht für mich, ich bin Jude, das ist für die Heiden. Aber ich hatte keine Stimme. Und ich musste ihm still zuhören. Und als ich an diesem Abend dann wegging, da bin ich nicht aus diesem Gebäude normal herausgegangen. Ich bin hin und her geschwankt, wie ein Betrunkener. Day after day. So Tag für Tag. Meeting after meeting. Begegnung nach Begegnung. In the wilderness of the nations. In der Wüste der Völker. Uprooted from my security, my culture, my categories. Von meiner ganzen Sicherheit, meiner Kultur, all meiner Denkweisen entwurzelt. I was being exposed to the God of my fathers. Wurde ich dem Gott meiner Väter ausgesetzt. By Gentile men and women who knew him. Durch heidnische Männer und Frauen, die ihn kannten. Or they would not have stopped. Oder sie hätten nicht angehalten. The very next day. Am nächsten Tag. I'm walking the woods around Winterthur. Da bin ich durch die Wälder von Winterthur gegangen. And there's an American girl on vacation. Und da ist ein amerikanisches Mädchen, verbringt den Urlaub. That's my age. Die war halb so jung wie ich. Gentile of the Gentiles. Ja, eine perfekte Heidin. That we Jews call a Wasp. Und wir amerikanische Juden nennen sowas Wasp. Weiß, anglosächsische Abstammung und dann auch noch protestantisch. The deadliest combination. Die tödlichste Kombination in Amerika. I should have been repelled. Ich hätte abgestoßen sein sollen. But I was attracted. Aber ich wurde irgendwie angezogen. Drawn by something. Angezogen von that exuded out of the innocence of this girl, aus der Unschuld dieses Mädchens sich äußerte, willing to spend time with me, die bereit war, mit mir Zeit zu verbringen, walk the woods with me, und mir dort spazieren ging, unafraid, keine Angst. I said, what's your motive? Ich sage, was ist dein Motiv? How is it you're so kind? Warum bist du so freundlich? I've never seen kindness. Ich hatte zuvor nie Freundlichkeit I've only seen so erlebt. Ideologies. Ich habe nur Ideologien gesehen früher. Oh, she answered every question the same way. Oh, sie hat jede Frage in der gleichen Weise beantwortet. Oh, she said, it's the love of God. Sie sagte, oh, das ist die Liebe Gottes. Every question, it's the love of God. Bei jeder Frage die Antwort, Liebe Gottes, Liebe Gottes. You want to drive a Jewish atheist up the wall? Willst du einen jüdischen Atheisten die Wand hochjagen? Dann sage ihm die Liebe Gottes, die Liebe Gottes. Finally, my patience was exhausted. Und schließlich war meine Geduld am Ende. I said, look, kid. Ich sag, hör mal. You're a nice girl. Du bist ein nettes Mädchen. I appreciate your kindness. Ich schätze deine Freundlichkeit, but I cannot tolerate this God talk. Aber dieses Gottgerede kann ich nicht länger dulden. Beantworte mir nur eine Frage. Kein Christ ist fähig gewesen, sie mir zu beantworten. Denn mein Hobby bestand darin, Christen irgendwie in einer Debatte zu engagieren und sie fertig zu machen. So what was this little girl to me? Was war diese Kleine da für mich? So I brought myself up to my full intimidating stature. So habe ich mich also zu meiner einschüchternden, vollen Statur erhoben. So you've been talking about God. Du hast die ganze Zeit von diesem Gott geredet. Eine Frage, die kein Christ mir bisher beantwortet hat. Woher weißt du denn, dass er ist? Ich dachte, jetzt habe ich sie. Lange Stille wird dem folgen. Vielleicht denkt sie sich was aus, was sie in der Sonntagsschule gehört hat. Irgendwas Dummes, Kleines. Und dann überrolle ich sie einfach mit meinem intellektuellen Straßenwalzer. But not a moment's hesitation. Aber sie zögerte keinen Augenblick. This little thing looked up at me. Dieses kleine Ding schaute mich an. With her sandy hair and freckles and snub nose. Mit ihren blonden Haaren und Sommersprossen auf der Nase. And she answered instantly. Und sofort sagte sie, Archie said, Art, I know that God is. Ich weiß, dass Gott ist. He lives in me. Er lebt in mir. Down went the ox. Und zu Boden fiel dieser Ochse. Das zweite Mal. Und ich weiß nicht, wie lange es brauchte, damit ich mich wieder erholen konnte. Die Kraft dieser Aussage. Ich dachte bei mir, wo kommt diese Macht her? Das war doch nicht theologisch, nicht intellektuell. But it's true. Aber es stimmte. And she has the face to prove it. Und sie hatte das Gesicht, um es unter Beweis zu stellen. And in that moment, und in dem Augenblick, proud, arrogant, intellectual, university-educated teacher, dieser stolze intellektuelle Lehrer von der Universität herkommend, I realized that I was in darkness. Ich merkte, dass ich in der Finsternis lebte. And she was in the light. Und sie im Licht. And the light that she had could not be found in any institution I attended or could ever attend. Und das Licht, das sie besaß, konnte man in keiner Institution oder irgendeiner Hochschule lernen, die ich besucht hatte. I was moved to jealousy. Ich wurde zur Eifersucht angereizt. For I saw the light that lightens the Gentiles. Denn ich sah das Licht, das die Heiden erleuchtet. Is also the glory of the people Israel. Ist ja auch das Licht der Herrlichkeit für das Volk Israel. So when I share my story, wenn ich also meine Geschichte so erzähle, a man sifted through the nations, ein Mann wurde so durch die Völker hindurch gesiebt. Through such exposures as I'm describing, er wurde solchen Menschen ausgesetzt, wie ich sie beschrieben habe, to bring me to a final place of surrender, so dass ich schließlich an den endgültigen Ort meiner Übergabe kam. Jesus, who finally revealed himself to me directly. Da war dann dieser Jesus, der sich direkt mir offenbarte. The first reading of a New Testament. Das erste Mal, als ich das Neue Testament las. The history teacher who said, you need to go to the primary sources. Der Geschichtslehrer, der immer wieder gesagt hat, du musst zu den richtigen Quellen gehen. I myself had never gone. Ich selber habe das nie gemacht. I only heard of Jesus secondhand. Ich habe nur aus zweiter Hand von diesem Jesus was gehört. So those Catholic crucifixes. Und habe diese katholischen Kruzifixe and hier und da gesehen. On velvet hangings of Jesus looking very un-Jewish. Oder habe diesen Jesus dargestellt gesehen auf Wandteppichen, einer, der sehr unjüdisch aussah. But to read him in his own book. Aber von ihm oder eben von ihm zu hören, aus seinem Lesen, aus seinem eigenen Words, von seinen eigenen Worten her. For which I had been prepared. Und ich war ja darauf vorbereitet worden. Von all den früheren Kontakten, die ich beschrieben habe, da kam die Offenbarung des Herrn. Eine Aussage aus seinem eigenen Mund. Der, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Well, I spent months in Egypt. Ich habe dann Monate in Ägypten verbracht. Representing a Jewish museum from California. Und ich war der Vertreter eines jüdischen Museums aus Kalifornien. Smuggling out religious and other art treasures. Und habe gewisse Kunstschätze versucht herauszuschmuggeln. The Jewish community that then existed there. Von der jüdischen Kommunität, die damals dort noch bestand, das herauszubringen. Und habe orthodoxes Judentum beachtet and seeing the inadequacy of religion. Und habe dann die Unangemessenheit von Religion erkannt. And brought finally to Israel. Schließlich kam ich nach Israel. After having suffered hepatitis in Egypt, nachdem ich Hepatitis in Ägypten hatte. Coming with an infected ear that was oozing out of my head. Und ich hatte eine Ohrenentzündung und der Eiter lief hier raus. Staying at the Hebrew University in Jerusalem. Und dann blieb ich bei der Hebräischen Universität in Jerusalem. Where a young rabbi wanted to save me for Judaism. Und ein junger Rabbiner wollte mich eifrig für das Judentum gewinnen. Didn't work. Das klappte nicht. Und das Letzte, was er tun konnte, war, dass er mich zu einer orthodoxen Gemeinschaft schicken wollte. Da bin ich nie angelangt. Er hat mich auf den falschen Bus gesetzt. Und dann war ich verloren. Und dann ging ich im Kreis umher. Ich bin zu jüdisch, so etwas weiter zu machen. Ich bin einfach aus dem Bus raus. Und der erste Laden, der da war, bin ich hinein. Das war ein Buchladen. Eine nette jüdische Frau hinter der Theke. Und sie hat mir die Straße aufgezeichnet, wo ich hingehen sollte. Aber bevor ich wieder weggehen konnte, habe ich mir mal diese Bücher da näher angeschaut. Neue Testamente, christliche Literatur, Kommentare. I looked into her jüdische Gesicht, und ich schaute dann zurück in ihr jüdisches Gesicht. And I said, what is this place? Und ich sagte, was ist hier los? Was läuft hier? Oh, she said innocently. Oh, ganz unschuldig sagte sie. This is our bookstore joining our chapel. Das ist unser Buchladen neben unserem Versammlungsraum. We are a congregation of Jewish believers in the Messiah Jesus. Wir sind eine Versammlung von jüdischen Gläubigen an den Messias Jesus. I never heard such a thing. So was hatte ich nie zuvor gehört. Und als sie das sagte, da machte es Klick in meinem inwendigen Menschen. Und dann kam die Stimme, die mich mit Namen rief, die mir befahl: Art, du sollst hier nicht weggehen. I obeyed the voice of him with whom I have to do. Und ich habe dieser Stimme gehorcht, mit dem ich es hier zu tun hatte. Staying 4 days and nights with Jewish Pentecostals. Und ich blieb dann 4 Tage und 4 Nächte bei diesen jüdischen Pfingstlern. Not able to understand what they're trying to explain to me about the Messiah and the Old Testament prophecy. Und ich habe nichts kapiert, was sie mir erklären wollten vom Alten Testament, vom jüdischen Messias. How could God ask me, a Jew, to be a Christian? Wie kann Gott von einem Juden verlangen, dass er zu einem Christen wird? Das wird meine Mutter umbringen. Actually, it saved her. In der Tat hat es sie dann doch gerettet. When I saw these people worship God. Und als ich dann sah, wie diese Menschen Gott angebetet haben. I had been in synagogues and churches over the years. Ja, ich bin über die Jahre hinweg zu Synagogen und Kirchen gegangen. That was only religion. Das war aber nur Religion. But when I saw them in worship, aber als ich sie in der Anbetung sah, with their hands stretched over their heads, da haben sie ihre Hände über ihren Kopf erhoben, and tears coursing down their faces, und die Tränen liefen die Wangen herunter. As they stretched their arms and their sleeves pulled back, I saw the tattooed number from concentration camps. Und als dann die Ärmel so zurückrutschten, sah ich die tätowierten Nummern von dem KZ. Jews praising God in the name of Jesus. Juden, die Jesus priesen in dem Namen Gott gepriesen that, haben im Namen Jesu, die das durchgelaufen sind. Das hat mich überwältigt. And in the final night, bewildered and confused. Und am letzten Abend war ich so verwirrt, unable by the power of my mind to save myself. Und ich konnte mich nicht einfach aufgrund der Kraft meines Verstandes selber retten. In meinem Schlaf. God put an understanding directly in my heart. Hat Gott mir direkt in mein Herz ein Verständnis gegeben. Bypassing my mind. Indem er sozusagen mein Verstand links liegen ließ. My Jewish idolatry. Das war nämlich mein jüdische Götzenfigur, der Verstand. I woke up on the morning of May 26, 1964, believing. Und am Morgen des 26. Mai 1964 wurde ich wach und glaubte. I woke up in the Shalom of God. Ich bin in dem Shalom, in dem Frieden Gottes aufgewacht. After a lifetime of agitation. Nachdem ich ein Leben lang gerungen hatte. And I came to the breakfast table. Und dann kam ich zum Frühstückstisch. And I said to this lady with whom I'm still in correspondence. Und ich sagte dann zu dieser Frau, mit der ich immer noch korrespondiere. Rena, I believe I understand. Rena, ich glaube, ich verstehe jetzt. The poor thing fell out of her seat on the floor. Das arme Wesen fiel von ihrem Stuhl auf ihre Knie. Well, her final prayer was, Lord, we've done everything for this stubborn man. You make him to understand. Denn ihr letztes Gebet war gewesen, Herr, wir haben alles für diesen Dickkopf getan. Jetzt mach du ihn verstehen. She said, now you need to pray. Und sie sagte, jetzt musst du beten. Call upon the name of the Lord. Und den Namen des Herrn anrufen. I should call him the name of Jesus. Ich sollte den Namen Jesus anrufen, whose name I only pronounce as blasphemy. Dessen Name ich nur als Lästerung gebraucht hatte. Everything contends against such a call. Alles geht doch gegen solch ein Anrufen. This is not a vocalization that we Jews can perform at will. Das ist doch nicht eine Vokalisation, die wir Juden gemäß unserem Willen so einfach machen können. Any more than my mother could 10 days before her death in her 96th year. Genauso wenig wie meine alte Mutter es mit 96 Jahren 10 Tage vor ihrem Tod tun konnte, aus eigenem Willen heraus. The name of the Lord is a mercy. Den Namen des Herrn anzurufen ist eine Gnade, that is given. Die gegeben wird. And with all of the oppressive voices against it, mit all den widerstrebenden Stimmen dagegen, you'll become a traitor to your people. Oh, du wirst ein Verräter an deinem Volk sein. Du trittst über in das Lager des Feindes. This will kill your mother. Das wird deine Mutter töten. You lose your friends, your esteem. Und was ist mit deinen Freunden, die du schätzt? Und one still small voice. Aber diese eine kleine Stimme. I'll in no wise cast out any man who comes up to me. Ich werde niemand ausstoßen, der zu mir kommt. And out of my mouth. Und aus meinem Munde heraus. I would not dignify that by calling it a prayer. Ich würde das nicht so würdigen und das ein Gebet nennen. It was a spurt. Es war so ein Herausplatzen from the grace of God. Durch die Gnade Gottes. Jesus. Und Jesus kam heraus. And with it something came out. Und mit diesem Wort kam eine Finsternis hervor. Die ganze Boshaftigkeit eines ganzen Lebens. Von Ego und von Begierden. And in came something new. Und etwas Neues kam herein. The Ruach Hakodesh. Der Ruach Hakodesh. I was born of the Spirit of God. Der Heilige Geist, ich wurde von dem Heiligen Geist von Neuem geboren. I came back to America, a new man. Ich kehrte nach Amerika als ein neuer Mensch zurück. They made a party for me. Oh, dann haben sie für mich eine Party geschmissen. My colleagues. Meine Kollegen. And I lost everyone the first night. Und am ersten Abend habe ich jeden Kollegen verloren. When I shared with them what happened to me. Als ich ihnen mitgeteilt habe, was mir passiert war. And some months later I was invited by a local church to give my testimony. Und einige Monate später wurde ich von einer lokalen christlichen Gemeinde eingeladen, doch mein Zeugnis zu geben. Dann habe ich einfach so geredet, wie ich jetzt rede. Und am Ende der Versammlung kam eine Frau zu mir. You don't know me, Brother Katz. Oh, Sie kennen mich nicht, Bruder Katz. You had my daughter in your history class. Meine Tochter war bei Ihnen in der Schule in der Geschichtsunterricht. Every afternoon weeping over you. Und jeden Nachmittag kam die heim und hat über sie geweint. Since that day, she said, und dann sagte sie, seit diesem Tag both my daughter and I have never ceased to pray for you. Haben beide, ich und meine Tochter, nicht aufgehört für sie zu beten. The Lord gave me an elbow in my ribs. Und der Herr schubste mich in die Rippen. He said, she's the one. Und sagte, sie ist diejenige. Da ist nichts als so eine heidnische Frau, die vor dir steht. Ihre Gebete haben dich in das Reich Gottes hineingebracht. Und wo bin ich dann jetzt nicht überall gewesen als Teilhaber dieses himmlischen Reiches? Ja, auch mit Klaus zusammen. Jugoslawien früher. Germany, many places. Deutschland und Israel und Indonesien, Ukraine, Asien und serving the Lord. Dem Herrn dienend. As my Jewish people will. Genauso wie es meine jüdischen Leute machen werden, wenn sie unter seinen Bund kommen und unter den Stab seiner Autorität in der Wüste der Völker, wenn er ihnen begegnen wird, von Angesicht zu Angesicht, durch kleine Näschen, Sommersprossen, blondes Haar, heidnische, deutsche Gesichter, erleuchtet von dem Lichte Gottes. Und das wird dann auch das Licht für das Volk Israel sein. So möchte ich beten. Ihr lest dann diese Bibelstellen selber durch. Ich möchte für die Gemeinde Jesu in Deutschland beten, die eine der größten Bestimmungen vor sich hat, in der Erfüllung dieses Mysteriums, gerade wegen der Tragödie der Vergangenheit, die ermöglicht wurden wegen einem Christentum, das versagt hat. Aber es wird dann der Schlüssel für unsere Erlösung sein. In diesem Geheimnis zwischen Deutschen und Juden. Solch eine Bestimmung. Solch eine Berufung. Und das wird dich auch anpassen für deine Ewigkeitsberufung. Ascending and descending upon the Son of Man. Wo es von dem Sohn Gottes herunterkommt und wieder zu ihm emporgeht, verherrlicht zu sein. Dass wir dann mit einem wiederhergestellten Israel auf der Erde zusammenarbeiten, um diese gnädige Weisheit Gottes unter die ganzen Völker der Welt zu verbreiten, wie man letzten Endes in Gerechtigkeit leben soll, in seinem Reich. Lord, Herr, you gave us a conclusion of your own choosing. Du hast uns einen Abschluss gegeben So bless this people. So segne dieses Volk. Prepare their faces. Und bereite ihre Gesichter zu. For if we will not see the revelation of yourself in them, denn wenn sie nicht deine Offenbarung an sich erkennen, wo wir Juden dann in der schlimmsten Stunde unserer Drangsal da stehen, where then shall we see? In welchen Gesichtern sollen wir es dann erkennen können? Bless the church. Segne die Gemeinde Jesu, diese lokale Gemeinde hier, Germany. In diesem Deutschland. Thank you, Lord. Danke, Herr, for so speaking, für solch ein Reden, so preparing, und für diese Vorbereitung. We bless you. Wir segnen dich, Herr, for the privilege of our call, und danken dir für das Vorrecht unserer Berufung, and so great enablement to fulfill it, und dass du uns solch eine Befähigung schenkst, das in Erfüllung gehen zu lassen. The light of your life. Das Leben aus deinem Leben. Your words. Deine Worte. In critical moments. In kritischen Augenblicken. Because of our union with you. Weil wir mit dir in Verbindung stehen. That penetrates the deepest heart. So dass das tiefste Herz durchdrungen wird. And opens the most unwilling life. Und die Leben aufschließt, die nicht bereit sind, dass diese Juden dann ihren eigenen Messias und Gott erkennen können. Gewähre es uns, dass wir solch ein Volk sind, solch eine Berufung, dass du uns solch eine Vorbereitung schenkst. Verschone uns nicht. Treat us as sons and daughters. Behandle uns als Söhne und Töchter und handle bei uns, wie es nötig ist, dass ich solch ein Volk für deinen Namen herausbilden kann. Und empfange unsere Dankbarkeit für solch eine Liebe, die uns einfach nicht loslässt. In Jesu Namen. Amen. Amen.